Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 8. Mai. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 11 Themen für euch vorbereitet, beziehungsweise 9 Themen und 2 lustige Einschübe, um euch den Wochenstart ein bisschen zu versüßen. Wir beginnen bei E-Bike-Verkäufen, gehen weiter zum BSI, zu Facebook, zu Oculus, zu Spotify, zu Google, zu Huawei Watch, zu Apple-Verkaufszahlen, zu Handbrake, zum Bürgermeister von Seattle und einem neuen Kickstarter-Projekt. Wir starten bei den E-Book-Verkäufen und da gibt es eine relativ spannende Entwicklung. Die gehen zurück, und zwar zugunsten der normalen Buchverkäufe, das heißt Papier feiert so quasi ein kleines Comeback. Da gibt es aktuelle Zahlen aus den USA und Großbritannien. Dort steigen eben die Verkäufe von normalen Büchern im Vergleich zum E-Book. Vom deutschen Markt gibt es jetzt keine großartigen Zahlen, da gibt es jetzt welche aus 2015. Dort sieht es aber so aus, dass zumindest E-Books einen relativ kleinen Anteil haben. Natürlich gibt es unterschiedliche Bereiche von Büchern, zum Beispiel bei Koch- und Kinderbüchern sind gedruckte Versionen immer noch weit, weit, weit vorne. Naja, natürlich gerade bei Dingen, die ich eben vielleicht in unwirtlicherer Gegend wie der Küche oder aber auch Dingen, die sehr, sehr stark mit Bildern versehen sind, hat natürlich der E-Book-Reader klare Nachteile, was die Geschwindigkeit betrifft und auch die Darstellung nur in Schwarz-Weiß. Wen wundert's, aber dass auch in anderen Bereichen E-Books wieder leicht zurückgehen. Spannendes Thema aus meiner Sicht, kann es allerdings persönlich aus meinem Umfeld, muss ich gestehen, auch tatsächlich bestätigen. Wir gehen zum BSI in Deutschland, die haben jetzt quasi Minimumregeln für Cloud-Anbieter festgelegt. Kann man sich durchlesen, sind Shownotes ist verlinkt, da gibt's eigentlich sind die sehr sinnvoll. So was das BSI sonst so von sich gibt, bin ich teilweise sehr, sehr gespalten, muss ich gestehen. Liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem netzpolitischen Engagement. Aber auf der anderen Seite, diese Regeln erscheinen als durchaus sinnvoll. Das BSI möchte das jetzt selbst auf sich verpflichtend anwenden. Für alle anderen soll das quasi eine Empfehlung sein und die Empfehlung finde ich durchaus als sehr schlau. Wir gehen zu Facebook und Facebook möchte im Juni diesen Jahres eine Serienoffensive starten. Generell, was den Videobereich betrifft, hat Facebook ja aktuell schon eine sehr große Offensive, sage ich mal. Wird in der einen oder anderen Form YouTube wahrscheinlich dort auch tatsächlich schon den Rang ablaufen. Aber man möchte jetzt auch mit Eigenproduktionen starten. Bedeutet eigentlich, man möchte Serien anbieten, ähnlich wie das Amazon und Netflix tun. Ich bin gespannt, meiner Meinung nach ein Geschäftsfeld, in dem sich Facebook, also mindestens bisher überhaupt nicht betätigt hat. Und ich sehe mich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt auf Facebook Serien angucken. Auf der anderen Seite, wer weiß, ich meine immerhin, das haben wir auch im TikTok berichtet, sind die momentan dabei, auf irgendwie smarte Zuspielgeräte zu kommen, zum Beispiel auch auf den Apple TV. Vielleicht ist ja dann quasi das die Lösung und auch das der Grund für diese Apps, dann würde sich für mich auch mal so ein großes Fragezeichen beantworten, weil nach wie vor verstehe ich auch nicht, was diese Video-Apps auf diesen Plattformen sein sollen quasi. Wir bleiben ein bisschen bei Facebook, auch ein bisschen bei Medieninhalten, gehen aber eigentlich zu Oculus Rift oder zu Oculus. Das sind ja eben, ist ja ein Konzern, der zu Facebook gehört. Und die haben jetzt ihr Story-Studio eingestellt. Das war so ein Studio, das sich vor allem darum kümmern sollte, Medieninhalte für VR aufzubereiten. Das heißt, das explizit nicht Spieleinhalte, sondern Inhalte eben aller Videos, vielleicht auch Lerninhalte, so in diese Richtung. Trotzdem bekündet quasi Oculus, dass es da jetzt nicht das große Ende von dem ganzen Thema sein soll. Vielmehr geht es darum, dass man externe Firmen quasi unterstützen will. Dafür sollen weiterhin 50 Millionen Dollar je Jahr umgesetzt, also quasi locker gemacht werden. Ja. Ob das reicht? Schwierige Frage. Ich meine, 50 Millionen Dollar klingt sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite die Produktion von VR-Inhalt ist extrem teuer. 50 Millionen Dollar erscheint mir in dem Umfeld eher zu wenig. Aber natürlich hast du halt mit VR-Brillen nach wie vor das Problem, wirklich weit verbreitet sind die halt leider nicht. Wir kommen zu Spotify und Spotify hat jetzt eine kleine Änderung eingebaut, die Spotify Codes. Im Endeffekt wird da jetzt für jedes Album ein eigener Code generiert, so eine Art QR-Code, wenn man möchte. Und den kann man dann quasi Freunden teilen, so dass sie auch auf die Musik Zugriff haben. Ja, ein nettes grafisches Mittel, um quasi Musik so verfügbar zu machen. Ich bin schon auf die ersten Werbeplakate gespannt. Oder irgendwie diese Codes vielleicht auch schon aufgedruckt werden, ist vielleicht noch eine bessere Erweiterung der ganzen Sache über das Teilen mit Freunden hinaus. Wir kommen zu Google und die verteilen jetzt AIY-Kits, AIY auf Deutsch. Da geht es quasi um Bastelkits für KI, die werden an Entwickler verteilt. Im Endeffekt geht es quasi darum, sich so ein bisschen mit schlauer KI, mit ein bisschen herumspielen zu können und mit möglichst einfachen Mitteln irgendwie generell so mit Sprache und Co. arbeiten zu können. Diese Kits sind recht nett. Im Endeffekt ist es ein Raspberry Pi 3 Modell. Das zeigt auch, warum Google gerade in letzter Zeit in diese Raspberry-Schiene stärker investiert hat. Ja, und integriert sind halt die ganzen Google-Dienste und man kann dafür
relativ schmales Geld als Entwickler entsprechend ein bisschen herumbasteln und probieren. Kurze Update-News für die Huawei Watch. Diese recht beliebt, sieht ja auch ganz schick aus, meinem Gefühl nach zumindest. Auf der ist jetzt Android Wear 2 verfügbar. Das heißt, falls ihr eine Uhr habt, könnt ihr ab sofort updaten auf endlich die aktuelle Generation von Android Wear. Wir kommen zu Apple, beginnen bei Verkaufszahlen. Dort gibt's, jetzt abgesehen von den Quartalszahlen, die wir bereits besprochen haben, eine relativ interessante News. Im ersten Quartal diesen Jahres dürfte Apple den Markt für Wearables übernommen haben und auf Platz 1 gegangen sein. Apple soll demnach laut einer Statistik quasi von Strategy Analytics 3,5 Millionen Geräte verkauft haben. Das führt zu einem Marktanteil in diesem Zeitraum von 15,9%. Das sind auch 1,3 Millionen mehr als im vergleichbaren Zeitraum des Jahres davor. Das sind natürlich durchaus interessante und spannende Zahlen. Ganz knapp dahinter Xiaomi mit 3,4 Millionen und Fitbit mit 2,9 Millionen. Wenn man sich jetzt allerdings die Verkaufspreise anschaut, ich meine, das Xiaomi Mi Band ist ja sehr günstig im Vergleich zu einer Apple Watch. Also gerade was dann tatsächlich monetären Anteil an der ganzen Geschichte betrifft, wird wahrscheinlich Apple sehr, sehr vorne sein. Wir bleiben bei einem Apple oder Mac Thema. Da also quasi bei einer Dritthersteller-Software. Handbrake ist sicherlich vielen bekannt. Das ist eine Software, mit der man Videodateien konvertieren kann. Und da gab es seit Anfang Mai ein Problem. Bei der offiziellen Version, die man vom Server downloaden konnte, war ein Trojaner enthalten, der durchaus Probleme verursachen kann. Der kann nämlich die komplette Keychain auslesen und wahrscheinlich auch alle Passwörter und Logins weitergeben. Sehr, sehr großes Sicherheitsrisiko, falls ihr in der Zeit die Software heruntergeladen habt. Überprüft unbedingt, ob ihr von diesem Virus betroffen seid. In dem gelinkten Artikel erfahrt ihr wie, geht auch sehr einfach. Einfach mal nachsehen, ob da was läuft, was es nicht laufen sollte. Da ist auch eine Anleitung dabei, wie ihr das Ganze entfernen könnt. Wir kommen zu den abschließenden zwei eher lustigen Themen. In den USA gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, man kann quasi bei offiziellen Stellen irgendwie Informationen erfragen. Der Bürgermeister von Seattle nimmt das offensichtlich sehr ernst. Er wurde nach Nachrichten gefragt und hat diese Nachrichten auch verfügbar gemacht. Das ist ja nur für sich sehr lobenswert. Die Methode, mit der er das gemacht hat, erscheint ein bisschen lustig. So hat er seine Mitarbeiter angewiesen, die Smartphones mit den entsprechenden Nachrichten auf den Kopierer zu legen und dann den Bildschirminhalt zu kopieren. Wir beenden die heutige Folge mit einem lustigen Kickstarter-Gadget, das auf Kickstarter noch nicht sehr erfolgreich ist, aber vielleicht wisst ihr es ja noch. Thema Smartphone-Hüllen. Da gibt es ja die abscheulichsten und obskursten Varianten. Eine neue Geschmacksnote im wahrsten Sinne des Wortes führt das Mo-Case hinzu. Ein italienisches Produkt, wie könnte es anderes sein, das Platz bietet für 25 Milliliter Kaffee, also einen Espresso quasi. Per Knopfdruck auf die App könnte die dann auch entsprechend auf 50 bzw. 60 Grad erwärmen. Wer dabei sein möchte, auf Kickstarter für 49 Euro gibt's das Mo-Case, sofern es denn quasi finanziert wird. Aktuell sieht es da noch nicht so gut aus, aber es ist noch einige Zeit. Vielleicht schaffen sie es und können dieses Mo-Case entsprechend finanzieren. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Es freut mich sehr, die Woche für euch da zu sein. Es freut mich auch sehr, nach meiner langen Pause und etwas Urlaub wieder den Daily bestreiten zu dürfen. Insofern, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich freue mich schon und ich hoffe, ihr freut euch auch, mich wieder zu hören. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.